Guten Tag, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich hoffe sehr, dass Sie ein schönes Wochenende hatten. Für uns ist jetzt Freitag, der letzte Jagdtag. Ja, wieder ist eine wunderschöne Jagdwoche zu Ende gegangen. Wir hatten auch noch ein paar gute Aufnahmen, wir hatten noch Jagderfolg. Aber bevor wir dazu kommen, denke ich, zeige ich Ihnen ein paar Bilder von diesem sehr schönen Regierungsjagdhaus hier in Krickenava. Das Jagdhaus vom Staatsrevier Krickenava liegt ruhig im Wald am Rande vom Revier. Hier links sehen Sie das Dach vom Jagdhaus und rechts das Dach von dem Wirtschaftshof. Dahinter liegt das große Waldgebiet vom Revier und angrenzend die landwirtschaftlichen Flächen. Das Haus ist umgeben von einem Eichenpark und der hohe Komplex, das ist der Speisesaal. Nun gehen wir mal rein. Im Empfang ist ein geräumiger Flur mit zwei Landkarten. Dort kann man sich orientieren, einmal zum Revier Krickenava und einmal zu der Region Panavezes. Über einen langen Flur, wo auch die Verwaltungsräume sind, geht es zum Speisesaal. Zwischen Wiesent und Elch befindet sich der gemütliche offene Kamin. Die Tafel wird direkt vor dem Kamin aufgebaut, sodass man jederzeit ins Feuer gucken kann. Ausreichend Getränke werden bereitgestellt und die Jäger rechnen diese direkt nach der Jagd mit dem Service ab. Im oberen Bereich ist ein kleines Wohnzimmer, auch schön mit Trophäen dekoriert, und über einen Flur geht es dann zu den Schlafzimmern. Die Zimmer sind groß, rustikal ausgestattet und jedes Zimmer hat ein eigenes Bad. So wohnen wir hier im Jagdhaus Krickenava. Kein übertriebener Luxus, keine goldenen Wasserhähne, aber sehr praktikabel und rustikal. Wir fühlen uns hier sehr wohl und wenn Sie hier mal herkommen, fühlen Sie sich sicher auch sehr wohl. Jagderfolg. Christian hatte, das hatten wir Ihnen am Freitag gezeigt, einen Giganten erlegt, so wie er wollte. Ja, wirklich großartig. Und dann hat er sich gedacht, er schaut mal zum Dammwild, denn ab dem 1. Oktober dürfen auch die Dammhirsche bejagt werden. Naja, und so wie Christian ist, der hat Jagdglück und das hat auch geklappt. Abends geht Christian mit Cornelius zu einem Wildacker, der mitten im Revier liegt. Dennis begleitet sie wieder mit der Kamera. Am Rande des Wildackers steht eine kleine Kanzel, die von Fichten eingewachsen ist, sodass sie ungesehen aufbauen können. Kameralicht geht schnell zur Neige und Dammwild tritt aus. Ein Tier mit seinem Kalb. Ja, und bevor das Kameralicht endgültig verschwindet, zieht noch ein Dammspießer auf die Fläche. Das war der Anblick vom Abendansitz. Am nächsten Morgen gehen sie wieder an den Wildacker, weil dort Cornelius viel Dammwild bestätigt hat. Ein Schaufler steht mit Kahlwild auf der Fläche. Für die Jäger gut anzusprechen, aber für die Kamera ist es noch viel zu dunkel. Christian entschließt sich, den Schaufler zu erlegen. So, jetzt in Krickenava nochmal. Mein letzter Ausgang. Morgenpirsch. Wir waren gestern Abend nochmal los. Ab 1. Oktober ist der Dammhirsch offen. Darum sind wir gestern Abend hier auf dieser Wildwiese mitten im Bestand mal pirschen gegangen und haben schon vernommen, dass auf der Wiese Rumpfkuhlen sind und hatten uns beschlossen, gestern Abend hier hinzusetzen. Also heute Morgen die Morgenpirsch hier zu beginnen. Wir sind angekommen, hatten 12 Stücken Dammwild, Kahlwild mit einem braven Schaufler, den wir dann ansprechen konnten, so wie das Licht langsam heller wurde. Aber für die Kamera leider noch zu dunkel. Super, super. Und uralt. Bleibt man's heil. Bleibt man's dann.
Weidmannsheil, Christian, du bist wirklich von Diana gesegnet. In dem ersten Film von Litauen haben wir Ihnen einen alten Eissprossenzähner gezeigt. Erinnern Sie sich daran? Ja, und auf den hat sich jetzt Andreas konzentriert. Er hat auf diesen Hirsch die ganzen Tage gejagt und es ist ihm geglückt. Hier die Bilder. Weidmannsheil, Andreas. Schön, wenn es dann geklappt hat. Wenn man eine Woche auf einen Hirsch jagt und ihn dann erlegt, dann ist die Freude besonders groß. Nicht nur bei dir, wir freuen uns auch mit dir. So, jetzt wird's ernst. Sie müssen alle Waffen gezählt haben. Sie müssen am Gewinnspiel jetzt teilnehmen, denn wir wollen ja dann auch den Gewinner auslosen. Und den Gewinner zum Beispiel für den ersten Preis für die Heim SR21. Ja, über 6.000 Euro kostet diese Waffe. Sie ist gestiftet von der GVO. An dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an die GVO aus Oldenburg. Es ist eine Traumwaffe. Ich verlose sie ungern. Ich würde sie lieber selber behalten. Das ist ein Traumgewehr im Kaliber 7x57. Ich sage, das Universalkaliber für Europa. Ja, gehen Sie auf unsere Seite, da finden Sie die Bedingungen. Sie können das online ausfüllen und abschicken. Es ist keine große Arbeit und Sie sind dabei. Die Lösungen sind vorgegeben, Sie müssen nur die richtige ankreuzen. Schade, wenn das Videotagebuch vorbei ist. Uns hat es viel Spaß gemacht, war eine Menge Arbeit, aber es ist doch immer wieder aufregend und wir freuen uns, wenn die Resonanz, und das haben wir ja wieder gemerkt, so groß ist. Vielen Dank dafür. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Reviere, die uns unterstützt haben. Herzlichen Dank an meine Mitarbeiter, nicht nur hinter der Kamera, mit der Kamera, sondern insbesondere im Büro. Die haben einen riesen Job gemacht. Ohne die könnten wir nicht hier sein. Danke an das Büro. Vielen, vielen lieben Dank an meine Familie, die mich immer wieder unterstützt hat und mir den Rücken frei hält. Großartig. Ja, wie oft soll ich noch Danke sagen? Wir machen jetzt einfach Schluss. Sie machen beim Gewinnspiel mit. Wenn Sie nicht Abonnent sind, dann könnten Sie verpassen, wann wir nicht die Verlosung machen. Steht alles in den Teilnahmebedingungen. Also melden Sie sich noch schnell als Abonnent an, wenn Sie es nicht gemacht haben. Ich gehe jetzt aus unserem großen Studio raus, was wir immer sehr aufwendig aufbauen. Wiederschauen, Weidmannsheil.